Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute will ich mit euch mal über Mindset sprechen und welches positive Mindset du aus einer Vergewaltigung ziehen kannst. Ich habe mir vorher keine Punkte aufgeschrieben, also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie auswendig gelernt habe und runterrate, sondern ich erzähle euch einfach alles, was mir jetzt so in meinen Kopf kommt. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen durcheinander oder so. Mir ist bewusst, dass das, was ich jetzt sage, eine Vergewaltigung nicht besser macht. Also an dem Akt wird natürlich durch die persönliche Einstellung nichts verändert, aber an deinem ganzen gesamten Leben. Für mich ist es immer irgendwie so, viele sagen immer, ja, warum bist du eigentlich so lustig? Du lachst die ganze Zeit, du bist fröhlich. Ich hätte niemals gedacht, dass dir sowas passiert ist. Und ich bin, würde ich behaupten, bei vielen Dingen sehr gelassen, wo es andere nicht sind, weil ich mir immer denke, so mit der Vergewaltigung hast du halt eins der schlimmsten Dinge erlebt, die dir passieren können. Und ja, was soll alles andere so jetzt noch besonders schlimm sein? Zum Beispiel, du hast eine Autopanne, bleibst irgendwo stehen, ja, ist blöd. Aber du kannst es halt auch nicht ändern. Das mag jetzt vielleicht für manche auch komisch klingen, manche können es auch nicht nachvollziehen. Aber ja, wenn du sowas Schlimmes erlebt hast, was viele, sage ich mal, auch nicht überleben, weil sie sich dann selber umbringen oder einfach einen totalen Absturz bekommen, dann sind einfach andere Dinge nicht mehr so gewichtig. Also zum Beispiel hatten wir mal daheim 3 oder 4 Tage keinen Strom. Ja, es ist schon blöd. Also du hast dann daheim kein Licht, du kannst dein Handy nicht aufladen, du kannst dir natürlich auch nichts zu essen machen. Also klar, der Kühlschrank ist natürlich dann aus, der Gefrierschrank ist aus. Das ist schon wirklich nicht toll, aber ich habe es einfach mit Humor genommen. Also erstens bedroht es nicht mein Leben. Es wird einfach mal aufs Wesentliche reduziert. Man wird es überleben und man kann es sowieso nicht ändern. Und so Dinge, die ich nicht ändern kann, mit denen versuche ich, klappt auch nicht immer zu 100%, aber mit denen versuche ich halt gelassen umzugehen. Ich habe halt dann Kerzen ins Bad gestellt und halt einen Witz draus gemacht und haben halt gesagt, gut, wir können jetzt kacken, weil Kerzenschein ist doch auch mal was Tolles. So, ja, das ist so das eine, was ich durchaus als positiv sehen würde. Das andere ist, dass ich ein unglaubliches Feingefühl irgendwie bekommen habe dadurch und eine gute Menschenkenntnis. Also ich habe einen Radar entwickelt, dass ich ja, zum Leidwesen von anderen vergewaltigten Frauen oft ja einfach erkennen, ob denen sowas passiert ist. Auch wenn sie mir das nie erzählt haben. Und manchmal spreche ich die dann auch drauf an, wenn ich das Gefühl habe, es passt. Und ja, das Gefühl hat mich bisher eigentlich nicht getäuscht. Oder ich habe überhaupt ein gutes Feingefühl bekommen für Menschen. Und das ist ja positiv im Berufsleben oder auch im Umgang überhaupt mit Menschen kann man das immer gebrauchen. Was wollte ich denn noch sagen? Das ist das, wenn man sich keine Notizen macht, aber ich wollte mir gar keine Notizen machen, weil ich das, ja, das ist halt dann nicht abgelesen. Es ist halt einfach wirklich, was mir gerade einfällt. Muss ich gerade überlegen. Ich weiß nämlich, dass es auf jeden Fall 3 Punkte waren es auf jeden Fall. Ja gut, das waren auf jeden Fall jetzt schon 3 Punkte, die ich euch genannt habe. Ja, der letzte Punkt. Gut, das trifft jetzt auf mich persönlich zu und jetzt weiß ich auch nicht, ob man das unbedingt als positiv, ob das jeder als positiv bezeichnen würde.
dadurch quasi, dass ich schon vergewaltigt wurde und das ja was eigentlich sehr Schlimmes ist, sind andere Dinge für mich nicht mehr so schlimm. Also, wenn ich irgendwo blöd angemacht werde oder wenn jemand mir in den Arsch grapscht oder so, ich stehe da nicht drauf, aber ich habe das schon oft bei anderen Frauen gesehen, dass sie extrem aufgelöst waren und das sehr schlimm war für die. Und da ist es so, ja, ich finde es nicht cool, ich finde es nicht angebracht, aber es macht mir jetzt nicht, ja, es macht mir nichts aus, ist falsch gesagt. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich damit sagen will. Es belastet mich nicht weiter. Ich bin, ja, was das betrifft, dann sehr selbstbewusst geworden. Ich sage dann da auch was. Kommt auf die Situation drauf an. Also entweder ich sage etwas nett oder ich motze. Oder wenn es ganz krass war, dann nehme ich meine Hände und lang mal an die Kronjuwelen. Und dann, ja, dann sind die Blicke meistens sehr schockiert und eigenartig. Und dann sage ich immer, du, ich habe das Gleiche gemacht wie du. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch keinem anderen an. Nee, der Spruch ging irgendwie anders. Schreibt mal bitte drunter, wie der Spruch ging. Aber ihr habt auf jeden Fall verstanden, was ich damit gemeint habe. Ja. Ich denke, man braucht da jetzt auch gar nicht ewig um den heißen Brei drumreden. So. Ihr könnt mir ja mal sagen, was eure Einstellung dazu ist oder was ihr ja von dem haltet, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe halt für mich einfach gemerkt, dass es ja mein Leben besser macht, wenn ich das auf diese Weise betrachte, weil ich bin nach der Vergewaltigung selber an den Punkt irgendwann angekommen, wo es nur zwei Optionen gab: Leben oder Sterben. Sterben war nicht durchdacht und hat auch nicht so nicht funktioniert. Und dann habe ich mich halt irgendwann fürs Leben entschieden. Und wenn ich lebe, dann will ich richtig leben und nicht nur vor mich hin vegetieren. Und nicht immer nur an die Vergangenheit denken und an alles Schlechte denken, was mir passiert ist, sondern überlegen, was kann ich draus machen. Ich kann es nicht ändern, aber ich kann immer schauen, was mache ich aus dem, was mir passiert ist. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich, wenn ich wieder in so eine Situation komme? Oder was kann ich auch Positives daraus mitnehmen? Ja. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Tschüss!